Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde CVR und zwar ja im Broadway-Runden, wie wir hier schon sehen. Mit dabei sind heute der Timix, der Nico, der JK, Yoshi, Luca und Aaron. Grüßt euch. Hallo. Servus. 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 Und wir sehen hier vorne auch schon die zwei wunderbaren Racer-Fahrzeuge. Hier zum Rechten einen Mercedes-Benz C63 AMG Black Series und zu unserer Linken einen Audi RS4. Ja, und wir schnacken nicht lang und legen direkt los. Hart. Red doch noch mehr wie Ray, das ist gar nicht auf. Alter. Du möchtest, Simo, du möchtest nicht wissen, wie Nico seine Antwort macht. Ich kann sie gerne machen. Jetzt will ich es nicht mal machen. Jetzt will ich es nicht wissen. Ich mach meine nicht genau wie Ray. Warum hab ich Nico nicht will? Und ein Heckscheibenwischer dreht durch. Ey, guck mal, wie schnell der wedelt, Junge. Jetzt ist es langsamer geworden. Der wedelt so schneller wie der Schwanz von einem Hund. Als der hintere. Naja. Okay, hast du einen Timer? Nö. Perfekt, ich mach einen. Ja, ich mach dann Start, gut. Ja, einmal mal, ich hab noch keinen Timer! Ja, egal, so, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Es krass kommen. Ja, sorry. Ich fahr heute den guten RS4 Avant. Der ist Serie, auf jeden Fall. Mein Kombi ist Serie. Also in der letzten CVR Portrait-Ausgabe ist es ja nicht so gut ausgegangen. Da ist genau an der Stelle ein NPC vor mir aufgeploppt und ich konnte nicht ausweichen, da Justin noch neben mir war. Ah, genau der. So ein Hund. Ich hasse NPCs in diesem Game. So, Strax, wer wird zuerst abgeschossen? Also sieht man auch ein schickes Fahrzeug, auch ein deutschen natürlich, wie gerade schon angemerkt. Bisschen breiter als serienmäßig. Also ich habe Broadway rund, also Broadway Eingang unten 3:16 auf der Uhr gehabt. By the way, die Typen, sag ich schon, die Cops dürfen schon los. Alles klar, ich hatte trotzdem 3:16 eben. Ja, und wie bekannt, CVR Broadway, Regelwerke unten in der Beschreibung. Und na, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, Ray hat sämtliche, oder Ray und die ganzen Horizon Mods haben die Regelwerke geupdatet, bedeutet, neue Regelwerke sind verfügbar, beziehungsweise die geupdateten, und Einzelfahrten gibt es auch wieder ab sofort. Ja. Also bei Interesse auch gerne auf den PXR Teamspeak kommen, dann könnt ihr auch bei den Aufnahmen dabei sein, wie bei mir und Skrax oder halt auch bei Ray und Andy. Und noch eine kleine Geschichte am Rande, wenn nicht sogar vor dem Video die Werbung schon gelaufen ist. Und zwar wird heute um 17 Uhr findet heute, das werden wir auch streamen, beziehungsweise JK oder halt ich, er findet ein 2 Stunden Rennen in ACC statt, also in der Corsa Competizione, wo ich mit Yoshi mitfahren werde. Das ist das Red Dot, die Tech Team. Tech Team Challenge, oh Gott, was ein Name. Da fahren auf jeden Fall Jörg und ich mit. Wir werden das streamen. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeischauen. Heute um 17 Uhr, also wenn das Video online kommt. Und ja. Alter! RS4, wie viel Flammen wollen sie haben? RS4? Ja. Er schiebt schon böse vorwärts, ey. Ich feier halt einfach die Tröten, die das Rocket Bunny da hinten drin hat. Der Rocket Bunny sei schon Liberty Walk. Ja, aber ist das Ingame dann eigentlich ein normaler Dings? Es ist ein C63 AMG Black Series. Ah, okay. Der Heckflügel ist noch vom Black Series übrig. Ich bin damals davon ausgegangen, dass wir halt immer nur den normalen C63 haben und dass das Bodykit für den Black Series ist. Ja, und jetzt ebenso, wo ich. Weil ich. Mir ist es noch nie aufgefallen. Das Basismodell hiervon ist der C63 Black Series. Aber ist es dann überhaupt breiter? Nicht ganz so breit wie das. Also er ist schon breiter als die normale C-Klasse.
Ja, ich meine, ob der Rocket, der Liberty Rock breiter als der Black Series ist. Auf jeden Fall. Er ist breiter als der serienmäßige. Ja, keine Ahnung, nicht mal, der Black Series ist ja auch schon recht breit. Ja. Offroad war erlaubt, ja, nein. Offroad war erlaubt, ja, nein. Ja, nein, ja. Aber okay. Halt nicht die ganze Zeit. Nö, alles gut. Wo fährst du gerade lang? Ich fahr gerade Kingfisher Cottage hinten. Ich war gerade hier unten, Goliath rum. Ich hoffe halt, dass es jetzt kein Problem ist, dadurch, dass wir halt nur 7 Leute sind mit 5 Cops und 2 Racern. Ich hoffe mal, dass die Cops sich gut verteilen können dadurch. Oder halt noch genug verteilen können, dass sie uns finden können. Aber ja. Ja, das wird schon schief gehen. Ja, kann man so sagen. Ich fahre meine Runde nach Ambuszeit rein. Ich fahr gerade Serpentinstraße Richtung Serpentin. Na ja, natürlich hier im C63 natürlich auch das schöne RS6 im Ambuszeit. Das war knapp. Was ich sagen wollte, der schöne 6,3 Liter V8 Sauger. Das ist ein 6,2 Punkt, Punkt, Punkt. Ha? Das Mercedes gibt seit 6,3 an eigentlich. Ja, ist es aber keiner. Das ist ein 6,2. Ich glaube 6240 oder so müsste ja, ich haben. Irgendwas so. Mercedes sagt, das ist ein 6,3 Liter. Also sage ich auch, dass es ein 6,3 Liter ist, auch wenn es ein 6,2 Liter ist. Einfach weil halt dann die Zahl auch einen Sinn hat. Weil früher, das wissen vielleicht nicht viele, zum Beispiel ein C oder ein SL55 früher, hatte zum Beispiel ein 5,5 Liter V8. SL55, hatte der einen V8? Ja. Und dann halt eben. Ja, Lul, ich bin. Oh, fuck. Ich bin gerade vom falschen Auto ausgegangen, sorry. Ich bin bei Mercedes echt nicht drin. Ja, merkt man. Moin. Könnte vielleicht sein, dass da ein RS6 irgendwo ist. Nee, Junge, ich hab noch nicht so schnell. Pass ans Bord! Boah, Alter, war das knapp. Junge, ich dachte, da kommt jetzt ein Kopf. Ach, hab ich ihn abgehängt oder wie? Ja, anscheinend schon. Naja. Ich hab ihn zwar abgehängt, aber entgegen kam der SOS. Ja, ich fahr da mal rückwärts wieder runter, dass mir der. Oder wobei ich fahr vorwärts, das macht ja sonst gar keinen Sinn. Oh, da ist der RS6, fuck. Also haben wir beide jetzt gerade Kontakt. Ja. Also Kontakt nicht, aber halt. Wow, Alter! RS4 muss gar nicht aufpassen beim Untersteuern, ey. Ja, ist halt Audi. Der C63 natürlich im Tech-Antrieb. Fährt sich echt richtig geil, das Tuning, muss ich sagen. Dafür, dass ich das hier in 10 Minuten hingesetzt habe. Ja, beim Anbremsen schiebt der Audi halt extrem. Weil er dann halt gerade zieht. Nicht so geil umgesetzt, aber naja. Das ist schon sehr, scheinbar sehr authentisch umgesetzt. Ja, aber den SLS werde ich halt jetzt hier nicht mehr loswerden, vermutlich. Aber was schön ist, der C63 hat noch keinen Kratzer. Das hat nicht geklappt. Aber 20% Reifenschaden, holy fuck, frisst er hier die Reifen weg. Fuck. Gefühl, das ist. Warte mal, was fährt Timo? Der fährt den Insignia mit dem Spezialdesign. Ah, okay. Ich fahr mal ein bisschen nach Broadway rein. Bin jetzt Ambleside. Bin gespannt, wer als erstes mehr Versuch bekommt. Ja, wahrscheinlich ich, weil ich gleich einen Hit von vorne krieg. Ich komme ja nirgends wohin. Moin, ja komm. 35 Motor. Ich hab 2 Insignias. Einer hat mich von Teil verwischt. 35 Motor. Vor allem so in einer richtig blinden Kurve, wo ich halt niemals was sehen hätte können. Hi.
Aber wenn mir jetzt keiner entgegenkommt, bin ich den Kopf los. Das war jetzt gerade unglücklich, dass er halt genau in. Jo! Ja, komm, ich krieg Motorschaden, obwohl ich nicht mal wirklich den Aufprall hab, sondern ich. Ach komm. Ich habe jetzt 50% Motorschaden. Alles klar. Gut, ich dreh um. Wo bist du? Koala-Kurven gerade. Ich habe 60 Motorschaden. Also der C63, der kriegt, kann gar nichts ab. Bei der leichtesten Berührung kriegt er direkt Motorschaden. Ja, und ich bin jetzt. Ja, ich bin tot. Ach komm! Sag mal, habe ich in letzter Zeit bei CVR kein Glück mehr? Habe ich kein Glück mehr? Nö, ist nur noch Pech. Letzte Woche schon mit dem Lotus ging es schief. Jetzt hier mit dem RC63. Ich weiß nicht, was gerade in letzter Zeit los ist. Ich hatte halt einfach Pech jetzt gerade mit dem Frontalhitter in der Kurve. Ich konnte halt danach nichts mehr wirklich machen. Ich hab halt so Schiss, dass jetzt ein Kopf von vorne kommt. Okay, da steht ein Trans Am. Hast du noch jemanden hinter dir? Nee, grad nicht. Okay, Aaron ist raus. Okay, der ist auch im Teamspeak raus. Ich glaube, der hat einen Disconnect. Ah ja, passiert. Wow! Alter! So ein Wichser! Da kommen einfach alle gerade mir entgegen, zu dritt. Sag mich, ich frag mich halt, woher die das da bist. Ja, er konnte. By the way, ab jetzt sind es noch 10 Minuten. Yo, Dive vom Timo. Und JK kürzt komplett ab. Ja, lol, wow. Ich muss halt ultra weit ausweichen, weil Timo absolut gedivebombt hat, oder wer das war. Ich weiß nicht, wer es war, aber zumindest JK ist halt einfach die Serpentin runtergesprungen. Ja, lol, weil sie mich oben rüber geschoben haben. Ja, lol. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. So, zweite Runde. Ja, wir sehen hier zwei neue Racer. Zwei Mittelmotoren, yay. Ein Toyota MR2 und ein Lamborghini Diablo. Und ja, zwei. Hier gibt's nichts zu sagen. MR2. Dementsprechend warten wir jetzt, bis die beiden bereit sind. Und kurz zu meinem Festsetzmanöver, ja. Eben, oh, als RS4. Hat jemand Timer? Nö. Perfekt, Digga. Gut, dann startet die Runde. Jetzt. Ja, wie ihr seht, ich fahre fahr Mercedes, ich bin der Bresi. Ich teile die anderen Menschen jetzt, die hier stehen, auf. Ich hätte gern den wir fangen mal seit Insignia an. Insignia hätte ich gern in Prodray. Dann okay. Den Audi hätte ich gerne auf der Festivalstraße. Den Audi neben mir hätte ich, also den links neben mir, hätte ich gerne Serpentin. Und den anderen Audi hätte ich gerne Goliath. Perfekt, Digga. Ja, und ich fahre mal ein bisschen überall. Und zu dem Manöver, eben wie ich festgesetzt wurde, ich war halt einfach, also muss ich ehrlich sagen, ich kam halt einfach nicht drauf klar, dass der Insignia da so vorbeigeflogen ist. Ich wusste nicht, ich war einfach tot im Kopf. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich stand auf einmal nur in dem Haus. Wann kam los? Einfach das Licht ausgegangen. Und es geht los in 5, 4, Start. Du sagst, es geht los. Ja. Zuhören. So. Wo muss ich? Ach, genau, Goliath. Hä? Ich fahr Goliath. Oh, ich sehe gerade noch, ich hab vergessen, Filter auszumachen wieder. Ja, wo sind sie? auf der Prompter Map. Ah. Mensch, ich dachte, da wäre Mortimer's Garden. Nico, wo bist du eingeteilt? Ja. Perfekt, Digga. Pflanz mich mal im Festival Vision rum. Warum habe ich mich dazu entschieden, den 14er zu nehmen? Weiß ich nicht, weil du dumm bist. No front.
Alter Junge, der Insignia ist 2000, ist ja 1000 mal schneller als der C63, den ich gerade gefahren bin. Der Insignia ist schon böse, ja. Weil er fast Vollaufbau oder ist, müsste sogar ein Vollaufbau sein. Ich sehe da aber was Richtung Broadway reinfahren. Ja, das bin ich, Strax, danke. Ich hatte eben NPC, Knutsch. Warum fährst du nach Broadway rein? Ich dachte, ich soll nach Broadway. Ja, ich habe mich gerade repariert im Haus. Er ist jetzt schon kaputt. Ja, es waren 5,12 gefühlt. Ganz ehrlich, ich repariere mir gerade mal meinen Heckschaden. Macht ja sowieso dann Schaden. Welche Scheißkinder tun vor meiner Haustür spielen? Was für du reparierst deinen Junge. Heckschaden? Ja, ich hatte einen Heckschaden noch, warum auch immer. Fuck. Hat jemand auf den Arsch geklopft oder was? Ja, genau, mein Ass ist so juicy, weißt du, der dellt dann ein, weißt du? Das ist ein Dachschaden. Ja, weißt du aber zusammen. Schon, JK, du weißt schon, dass du dich brauchst und darfst erst auf 5% Motorschaden. Ich stehe direkt am Festival! Okay, das ist was anderes. Ich bin auch zum Haus hingefahren, also. Ey, da steht ein Kombat in der Wiese, ich fahr vorbei, es hört sich an wie ein Lambo oder so. Aber es war halt ein großer NBC, aber den hat man halt nicht so gesehen. Nico wie der i30N. Ja. Ich brauch auch so ein Ding, Junge. Ich höre. Peppert anders. Der hat eindeutig kein Internet. Weiß nicht. Ich? Nein. Nee, hier kam mir gerade ein anderer Spieler entgegen. Sei mal bei Sophie, er kam mir nicht entgegen. Hallo. Er ist seitlich, auf mich zugegangen. Danke, dass ich das klippen durfte. Das hätte ich, den Clip würde ich gerne bei mir in der Aufnahme einfügen, wenn du mir den schickst. Ja, ich hab Musik oh nehmen, Gott, was war das denn? Ja, ich, mein SLS ist kaputt. Junge. Nico macht nie wieder Präsi. Alter Yoshi, wenn du bist, wie der gerade kaputt gegangen ist, dann der wird dir auch kaputt gegangen. Kennst du das, wenn du so ganz leicht am Straßenrand oder sagen wir so auf der Berggrundstrecke, nicht Berggrundstrecke, Strandrundstrecke am Castle unten, ja, wenn du da diesen einen Bordstein mitnimmst, dann fliegst du doch so weg, ne? Ja, wo ist er? Ja, der Mühlenstraße, Richtung Café. Komm mich entgegen. Richtung Café? Ja, der ist mir hinterher Nico! Gefahren. Du bist das unfähigste Stück, das ich kenne. Richtung Café. JK, du bist unfähig. Du fährst in die falsche Richtung raus. Echt? Drake, ich komm Ich sag mal so. Danke. Wo ist er hin? Perfekt. Keine Ahnung. Ich hab eine R6 abgehauen. Wer fährt der R6? Oh, Yoshi? Ich Nein, ich bin Serpentin gerade. Aaron? Ja. Wo habt ihr euch ich abgeräumt? Vor Dinge zu holen. Ey, oh, FS ja, Festival Timo. Hoch. Von Kaffee Richtung Festival. Ich sehe ihn aber nicht, ich bin im Offroad. Er ist gerade hochgefahren. Ja, Nico, RBD ist halt scheiße, ne? Merkst du selbst. Man soll sich mal gucken, wo er lang fährt. Nee. Ich fahr mal außen, ja, wenn dann, ja. Weiß ich nicht. Da hat die ganze Zeit meine. Ja, dann geh mir doch jetzt nicht auf den Nerv. Meine Fresse. Oh Gott, Alter. Jo. Also, Nico, du fährst geradeaus durch. Na gut, dann nicht. Perfekt, Digga. Also, wir wissen nicht mehr, wo der Toyota hin ist. Nope. Nö. Also, es kann sein, dass er hier lang gefahren ist. Es muss aber nicht der Standard. Wo ist hier? Ja, hier. Karma Serpentinenstraße Richtung Osten. Ah, okay. Ich hänge im Begrenzer im 7. Oh, ich habe noch einen 8. Gang. Mag den RS6 nicht. Der ist anfällig für Passanten. Das ist ein Magnet, weißt du? Das Uralte hat so ein rot-blaues Livery, weißt du? Mega. Also, Broadway ist clean. Oh. Was suchen wir noch? Ach, ein Diablo, genau. Diablo GT. Ich repariere mich im Festival, ich darf mich ja porten. Oh, schlimm. Also
Also ich denke mal, Timo wird sich entweder in Ambleside oder in Broadway aufhalten. Ja, Ambleside kann man ja nur die VIP-Straße fahren. Die Taxistraße. Du kannst doch auch in Ambleside reinfahren. Nein, mal durch Ambleside. Ganz ehrlich, echt? Ich stelle mich jetzt an die ja. Ich muss gerade mal eben was nach. Was meinst du, warum sich Leute in Ambleside reparieren dürfen? Und ich bin eben nicht in Ambleside reingefahren mit immer mehr S4. Ich bin so ein dummer Idiot. Nico! Es ist passiert! Oh lol, der fährt gerade Koala runter. Oh mein Gott! Timo fährt Koala runter. Richtung Whitehorse. Kannst du dranbleiben? Schwierig. Ja, okay. Versuch so lange wie möglich dran zu bleiben. Ja, Josh, JK, was ist passiert? Jena hat einen ziemlich guten Schuss gemacht. Off. So, ich seh. Sind gleich Whitehorse. Seh nicht ganz. Ich, guck mal, dass ich nach denen komm. Ich komm von, Ashbrook. Wo kommst du her? Ashbrook. Ashbrook. Yo. Aaron, wir haben heute irgendwie Probleme miteinander, kann das sein? Habt ihr ihn schon wieder verloren? Er muss nach Broadway irgendwo reingefahren sein. Ja. Alter Junge, du weißt nicht, was Timo aufgebaut hat, du warst nicht mit dabei. Ich komm oben. Seine Karre fährt, glaube ich, Topspeed 350. Timos, ja. Ja, das Ding ist brachial. Ach, mit 350 kW auf 900 Kilo. Ja, gut, dann ein Hit, ne? Ist ein One-Hit-Wunder. Uff. Ey, der hat Heckmotor. Nein, da ja, kann ich nicht. Nein, ist gerade irgendwer Mühle lang gefahren. Ja, ich. Oh, Nico, ich dachte gerade, ich sehe nur so Busch an mir. Jo, vorbei. Bleib da mal stehen, bitte. Ja, ja. Ich bin nebenbei am Schreiben. Ist gerade ganz doof, weil meine Katze, die in meinem Zimmer ist, will eigentlich, glaube ich, raus. Weil das macht die immer. Ja. Aber ist denn jetzt Tür überhaupt zu? Weil will ich gerade aufnehmen, hä? Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Habt ihr den Gables mal zugemacht? Gehabt? Ausgang? Keine Ahnung, wo der ist. Also nein, okay. Ja, dann wieder auf Anfang. Wie gesagt, der Typ ist zu schnell. Wo ist eigentlich der Diablo? Keine Ahnung. Gute Frage. Gute Frage, nächste meine Frage. Alter, Nico, ich verursache hier auf der Mühlenstraße einfach den übelsten Stau, ne? Ich bin hier aber quer hin. Oh, der Fox. Coco. Der Diablo fährt gerade Richtung Broadway rein, Festivalstraße runter. Achso. Nein, ich hab mich überdreht. Vor Whitehorse? Nee, schon Whitehorse vorbei, ich sehe ihn nicht mehr. Fahr mal über Koala. Ist in Broadway drin, fährt Hauptstraße Richtung Mühle. Richtung Mühle, oh, da komme ich entgegen. Gibt's jetzt auf die Schnauze. Fährt ins E rein. Boah. Oben ins E oder was? Ganz oben ins E. Kommt oberes E raus, ne, mittleres E raus. Wo dann lang? Hauptstraße Richtung Brücke. Kann das sich mal schreiben? Vorsicht! Allahu Akbar! Fuck! Wo jetzt? Die ist doch hinten rein, du! Wo? Skrax, wo? Fährt Hauptstraße wieder Richtung Mühle. Luca! Ach, Junge. Nein! Bitte mehr callen, bitte mehr callen. Fährt Hauptstraße Richtung Mühle. Der rennt gerade die ganze Zeit auf der Hauptstraße. Ja, wir fahren wieder hoch. Nico, soll ich sagen, wenn jemand zum Regen braucht? Vor Thomas Garten rechts weg. Och Mann, Alter. Fährt links hoch Richtung Ruhe. Hier ist der immer zwei. Ja, komm. Ja, Timo will einfach nur trollen. Ja. Wieso ist Timo da auch, oder was? Ja. Timo fährt jetzt, nicht callen. Ja, okay, dann bin ich voll. Fährt Mühle raus. Och Mann, jetzt, Junge, Alter. Ich hab mich geflippt. Ach, Digga. Sag's wo? Mühle raus, fährt weiterhin Mühlenstraße. Welche Höhe? Sind jetzt mittlerweile Dingens durch, da gleiche da unbenannte. Gleiche Rouge, irgendwann call doch mal mehr. Ich ist jetzt so Rouge. Festival. Wow.
Oh, ich habe einen Geschwindigkeitsüberschuss. Habe ihm einen hinten reingegeben, aber habe halt die Kurve dadurch nicht mehr bekommen. Ja, aber da ist es weg. Nee, ich habe ihn nicht wirklich heftig getroffen. Fährt, am Café haben fährt gewendet und fährt mir wieder zurück. Ja, ja, dann komme ich euch entgegen jetzt. Nimm mit Tempo auf, du bist der Schnellste. Warte. Rutsch durch. Oh Gott! Junge, ich sag es noch! Meine Fresse! Ja, ja Junge, der MR2 will. Timo will halt einfach nur rumtrollen. Digga. Ja, Diablo fährt jetzt weiter, ist jetzt umbenannte durch. Was will Koala abbiegen, verbremst aber komplett. Wendet also, fährt Koala rein. Was für eine halbe, eine Ewigkeit, bis ich rankomme. Hab ihn an den Baum gesetzt. Bleib mal bitte nur dran und einfach nur callen. Aktiv callen, alles was er macht. Sind jetzt immer noch Koala oben am Anfang. Guck, dass er weiter runter fährt, bitte. Ja, fährt jetzt weiter runter. Wo? Den jetzt erste Kurve durch, kommen gleich zweite Kurve. Setzen zur zweiten Kurve. Ich warte an der Feste kurz. Hab ich meine mitgegeben? Und hinterher. Theoretisch gesehen hättest du auch versuchen können, vorne abzupeilen und nicht einfach vorne zu stellen. Wir wären zu zweit gewesen. Welche Richtung fährt der weiter dann? Fährt weiter Richtung kleines Dorf. Ja, fährt das. Ach, wow. Kleines Dorf ab Richtung Broadway, Richtung Baustellendreieck. Oh nee! Achtung, LKW. Danke, Yoshi. Fährt Richtung Haus. Der MR2 ist hinter euch. Ja, ignorieren einfach. Ja, das Ding, nee. Nicht bestanden. Och! Deutschland. Ich hab ne Frontal mitgenommen. Was? Ich hab ihn vorher. Wo ist er? Weiter. Wer war denn sonst der RS6, der mir gerade Frontal reingedrückt hat? Das war ich, aber ich hab Luca mitgenommen. Beste Wegstraße von Broadway aus kommt genau da, Nico. Ja, hab ihm einen mitgegeben. Hui! Och man. Beste Wegstraße hoch ins Richtung Festival. Alle, die reparieren müssen, ins Festival hoch. Ja, los. Lass mich bitte callen. Ach! Kommt, bin das gleich an der Abbiegung zu diesen zwei Offroad-Wegen? Den ist leider, komm als nächstes gleich zum Blitzer vorm Festival. Nein! Ach komm schon! Oh, danke! Wie viel Pech habe ich denn eigentlich heute? Komm vorne Blitzer weg. Durch. Darf ich mich voll querschmeißen? Nein. Das stimmt, das Mittelmotor. Fährt ins Festival rein. Ja, Achtung, hier stehe ich. So schlimm. Hab ihn frontal. Hinten rein, hinten rein, hinten rein. Ja! Jawohl! Wo steht er? Nicht hier hinten rein. Es sind jetzt im Festival im Tunnel, Hauptstraße durch. Ja, das hat ihn aber auch gewählt getan. Also der hat jetzt definitiv guten Schaden bekommen. Hallo! Alter! Wo seid ihr? Weiterkommen bitte. Ja, weiter Festival raus, Richtung Ambleside runter. Alter, ich bin so langsam jetzt. Power! In welche Höhe? Festivalstraße noch runter, sind jetzt erst ja, welche Kurve. Höhe? Jetzt erst in der ah, Kurve. Ah, ich sehe euch, danke. Super 7. Bremsen mal ein bisschen aus, ne? Ja. Nein! Ah ja, komm. Können wir ihn runterschmeißen? Ja, könnten mach wir. Halt. Er nimmt dich ernsthaft den Sprung. Nee, doch nicht. Junge Nico! Meine Fresse! Ich stand auf der Bremse. Wieso fährt der die Präsikarre? Ich komme euch entgegen. Also, no front an euch alle, aber weil er der Kompetenz ist. Weg, er wendet nicht. Oh, das war ein nicer Side. Ja, JK, you're killing it. Der hat schon 100% Lenkung. Ja, fährt schon wieder rein. Ich hab mir aber in der Seite Ambles, ach komm. Guck dir das an, Elend, Alter. Dürfen wir uns Ding porten? Ich port. Ja, Ambles dürfen wir. Okay. Ambleside, Festival und Broadway. Baba's durch. Als ob der erste schneller ist. Hey Nico, du musst ja deinen Schaden mit einberechnen, nicht den. Ich hab 4%. Der muss auch sein eigenes Gewicht mit einberechnen. Boah, no front. Harte Front. Okay. Yoshi! Achtung. Was? Wo seid ihr? Oh Gott! Alter, Goliath Startpunkt. Oh
bei 3 cm. Alter, was ist denn mit meinem Spiel los? Hilfe, was habe ich gerade für Frame Drops? Das, liebe Fische, war's an der Stelle. Ja, mein Spiel ist gerade halb am Abschmieren. Den an den Offroad Weg. So, bleib Leute, bitte, ich hoffe, ist bleib bitte dran, ich bleib dran, fahrt weiter. Wo ist der MR2 jetzt hin? Lass den Scheiß MR2 Lambo gerade den MR2 vorne rein. Ja, der MR2 ist jetzt müde vorne, Junge, der ist so weggeflogen. Also, nee, gar nicht, ich hab Timo frontal. Wo ist der Diablo? In der Blitzerzone. Im Offroad. Ja, hätte es früher sagen können, dann hätte ich gebremst. Ich glaube, der kommt nicht immer hoch. Hallo! Wen suchen wir? Doktor ist er. Wo ist er? In der Kurve? Ja, es ist halt alles so kaputt. In der Blitzerzone noch. Wenn ich an den Häusern fahre, ist die Blitzerzone raus. Ich weiß nicht, was los ist. Als Krax, du fährst im Sieg, ja, ne? Ja. Ja. Perfekt, Digga. Blitzerzone raus. Ah, da vorne. Er ist beim Driftsturm. Oder keine Ahnung. Jetzt sind gleich Kaffee. Also wenn's. Sind ja, jetzt Kaffee, fahren weiter Richtung Broadway. Durch. Da unten ist ein Haus. Ist ja, ich hab das. Das ist zu weit weg von der Straße, das bringt nicht wirklich was. Jetzt komm ich ran. Doch nicht, doch. Ui. Ja, was jetzt? Ja, jetzt komm ich ran. Sind gleich Unbenannte. Jetzt Unbenannte, fahren weiter. Fahren Koala rein. Ach komm. Ja, sorry, ich konnte gar nichts machen. Ich stand schon voll auf der Bremse. Ja, der hat so spät gebremst. Ja, und ich stand voll auf der Bremse. Schön ein bisschen hinten rein. Ja, ich auch. Jetzt sind Koala rein, fahren wir runter. Ja, ihr fahrt Koala rein und dann runter. Gut, dann kann ich mich in die Rebels TP'en. Ui, was macht ihr mit dem Mercedes? Vorsichtskrax, Vorsicht der S6. Ich denke, das ist J. Wo seid ihr jetzt? Gott. Ich bin ganz vorne. Wo jetzt seid ihr? Story-Mission vorbei. Er hat keine Kurvenlage mehr. Ja, der hat. Mini. Perfekt, Digga. Ist in der Wand, im Feld. Meister fahren. Perfekt. Hast du ihn getroffen? Ja, ich hab ihn voll seitlich weggeräumt. Komm, aber in den Baum rein. Ah, schade, okay, zurücklassen. Ja, Meister. Lass ihn doch zurücklassen. Wer auch immer da gerade in den reingefahren ist. Sorry. Ach, Junge. War das erlaubt? Nein. Er war auf der Straße, komm. Ja, du aber nicht. Ich bremse ihn aus, ich bremse ihn aus. 100% bremsen. Jawohl, hinten ran. Ja. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Jetzt fahrt doch neben dran, Jungs. Jawohl. So, ich geh ins Festival. Da so, ist der Toyota. Hab ich Bock noch Timo zu verfolgen? Ah, der MR2 Alter, war so Richtung Festival oder so. Der muss der eigentlich ist, tot nee, sein. Der ist nicht tot, glaub mir. Alter, der ist übel. Der hat's aber übel weggeschippert. Der hat's auch weggeschippert. Warte mal, da lang. Ich guck nur noch hin und seh den Toyota fliegen. Ich find's ultra geil, dass Nico sich kein Gebiet zugeteilt und einfach dann mit anderen rumfährt. Hä, hey, wieso mit anderen rumfährt? Ja, ist so. Ja, du fährst in meinem Gebiet gerade, ich hab dich gesehen, deswegen bin ich da jetzt nicht direkt lang gefahren. Ja, Yoshi, weil ich mal hier lang guck, weil ich ihn halt Richtung hierhin verloren hatte. By the way, in 15 Sekunden ist Overtime. Ja, den finden wir nicht mehr. Hallo, Insignia. Ja. 3, 2, 1. Ja, Overtime. Schade. Sichtkontakt? Ja, nein. Nein. Ne. Nö. Einfach Spaß, da gucken wir jetzt mal, wo er ist. Ne, ja, das mach ich auch grad. Timo fährt gerade Festivalstraße runter, der wäre gleich bei Luca. Naja. Gut, damit würde ich sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Trotz einer kürzeren Ausgabe von mir und Skrax. Ja, irgendwie hat Nico und ich heute irgendwie ziemlich viel Pech.
Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss, Alter.